Franz Knipp. Wird diesmal jetzt nicht so ein technischer sein, auch wenn es dabei um Technik geht. Er macht Workshops für 10- bis 14-Jährige, wo er ihnen das Programmieren beibringt. Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Nachmittag. Ich bin nicht das erste Mal bei den Linux-Wochen, aber zum ersten Mal mache ich da heute kein Live-Coding oder irgend sowas in der Art. Den Ausgang hat das Ganze genommen so vor 1,5 Jahren, wo es mich dann schon ziemlich gewurmt hat, zu lesen, wie in anderen Ländern Kinder mit dem Thema des Codings, mit dem Thema des Programmierens konfrontiert werden. Und ich das Gefühl hatte, dass da in Österreich doch noch irgendwie Defizite herrschen, was das betrifft. Was dann in ein Projekt gemündet hat, welches, schauen wir, ob das, okay, das Bild ist irgendwie komisch abgeschnitten da, welches ich Code14 genannt habe. Wie ich auf diesen Titel gekommen bin, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war halt so ein kreativer Prozess, wo mir besonders gefallen hat, dass zum einen die Zahl 14 drinnen steht, weil meine Zielgruppe sind 10- bis 14-Jährige und zum anderen kann man das auch zerlegen in 3 Wortteile, Code for Teen, also Programmieren für Teenager. Sprich, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man 10- bis 14-Jährigen Programmieren beibringen. Auf diese untere Zahl mit 10 bin ich gekommen, weil das circa auch bei mir das Alter war, wo ich am VC20 Basic programmiert habe. Und ja, man muss dann in der anderen Richtung auch irgendwie ein Limit setzen, um die Zielgruppe irgendwie zu definieren. Tatsächlich haben hauptsächlich 11- bis 13-Jährige bisher teilgenommen. Bisher teilgenommen kann ich deswegen sagen, weil dieses Projekt, das Code14, wo ich da eine Website gebastelt habe, letztes Jahr im August dann stattfand, bei mir in Oslip. Ich habe dort meine Firma, ich habe dort ein kleines Bürogebäude gebaut und das hat genug Platz geboten für die 12 Kinder, die teilgenommen haben. Interessanterweise haben sich die so zusammengestellt, 6 Kinder waren auch wirklich aus Oslip und die anderen 6 dafür von überall anders her. Sprich, ich hatte einen Teilnehmer aus Oberwart, ich hatte einen Teilnehmer aus Dürngrut, das ist irgendwo, wenn man von Mistelbach noch 20 Minuten in die Grenze fährt. Ich hatte Teilnehmer aus Bruck an der Mur und noch einem Dorf weiter weg von dort. Also die sind gemeinsam immer gekommen. Und aus Admont war auch jemand da. Ich habe damit, ohne es zu beabsichtigen, ein bisschen Tourismusförderung gemacht, weil die Leute aus Admont haben sich dann in Oslip ein Zimmer gesucht. Die aus Oberwart haben sich in Rust ein Gästezimmer genommen. Im Hinblick darauf, dass sie gemeint haben, sie würden zwar, also der Vater fährt zwar jeden Tag nach Eisenstadt in die Arbeit, aber sie möchten dem Kind, Peter war das, das nicht antun, der ist ja schon, wenn er 1 Stunde Auto fahren muss, dann kann er bei mir nicht mehr so gut aufpassen. Und so hat es halt im August einmal stattgefunden. Was habe ich mit den Kindern dort gemacht? Ich möchte ihnen, und das ist an sich das Alter, wo sie dafür geeignet sind, ihnen schon eine Programmiersprache beibringen, wo mit Text gearbeitet wird. Ich habe mir den Browser ausgesucht als quasi das Mittel, was das wiedergeben soll, was die Kinder programmieren, sprich als Sprache JavaScript. Und im Zuge dieser Woche machen wir auch ein bisschen so HTML und CSS, sodass die Kinder theoretisch nachher auch eine kleine Webseite basteln könnten. Im Rahmen von dieser Woche ist so der erste Teil, dass ich ihnen versuche, das alles interaktiv beizubringen. Der zweite Teil der Woche beschäftigt sich damit, dass die Kinder zu einem selbst gewählten Thema ein Projekt entwickeln.
typischerweise kleine Browserspiele. Und da möchte ich, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, kurz einmal herzeigen, was da rausgekommen ist. So. Also ich habe da, ist eine Lightbox. So ein paar Eindrücke von den Bildern, also das ist die Gruppe. Es war auch dabei eine Grafikerin, die hat zu dem Zeitpunkt Praktikum bei mir gemacht und der Papa von einem, wo ist er denn? Der Papa war auch dabei und hat, von Florian, der steht hier daneben, gell? Der war auch dabei sozusagen als zweiter Tutor zu mir und wir haben auch draußen ein paar Aktivitäten gehabt, also hier ist die Vulka und der Notbach, wo die zusammenkommen. Wir haben ein Geocaching gemacht. Wir haben natürlich gemeinsam gegessen. Wir haben einen Grillabend gemacht. Und am Schluss die Präsentation von den Projekten, wo die Kinder ihren Eltern, die da rechts erkennbar sind, gezeigt haben, was sie denn gelernt haben im Rahmen dieser Woche. Und die Kinder haben dann ein Teilnahmezertifikat bekommen. Und ein gelbes T-Shirt, damit sie sich erinnern, auf dem gelben T-Shirt steht drauf, sollte man das nicht erkennen, I love Coding. Das ist so das Thema. Auf das möchte ich die Kinder bringen, wenn ich das mache. Ich möchte ihnen den Spaß zeigen, der dahinter steckt, wenn man kreativ tätig wird, indem man programmiert. Und der Spruch drückt das eigentlich ganz gut aus. Dass man in dieser kurzen Zeit, und die haben wirklich bei null angefangen, auch der Thomas, der Vater von Florian, hatte zwar Programmiererfahrung von seiner Studienzeit noch, aber mit JavaScript oder so noch nicht so viel zu tun. Dann haben wir gemeinsam und haben ein bisschen mehr oder weniger, bei manchen Teams mehr, bei manchen weniger unterstützen müssen, doch einige ganz lustige Projekte zusammenbekommen. Das wäre zum Beispiel eine kleine Wirtschaftssimulation, das Dorf. Da vergeht immer ein Jahr, alle paar Sekunden, wer da unten schaut. Und man kann dort Felder einrichten, die erzeugen Nahrung. Man kann Häuser bauen, damit die Leute arbeiten können. Ups. Und schon ist es mir passiert, ich kann den Lebensmittelbedarf nicht decken, weil ein so ein Haus braucht 50, steht das irgendwo? Na, das muss man drauf kommen, braucht 50 Ernährungseinheiten, aber ein Feld liefert nur 10 und deswegen sind die nach einem Jahr dann verhungert irgendwie. Das heißt, wir probieren es jetzt noch einmal. Machen gleich einmal 5 Felder. So. Und jetzt können wir das herstellen und jetzt wird hoffentlich das Geld steigen, weil jetzt habe ich Einwohner, die mir da Steuern bezahlen. Irgendwann einmal habe ich genug Geld, dann kann ich auch eine Farm bauen. Damit kann ich den Ertrag der umliegenden Felder erhöhen. Und sollte ich zu viel Nahrung erzeugen, als was ich Bedarf habe und sollte ich auch genug Geld dafür haben, geht noch nicht, könnte ich auch noch einen Markt aufbauen und mit diesem Markt Lebensmittel verkaufen und mehr Einnahmen machen. Das andere Team, welches eigentlich diese Simulation ein bisschen inspiriert hat, die wollten da gleich ein SimSit draus machen. Die haben das dann anders umgesetzt, recht letztendlich. Es war auch sehr spannend. Also es ist ja nicht nur so, dass man dann mit den Kindern programmiert und sieht, was die können, sondern auch, wie sich dieser Prozess ergibt. Bei dieser Gruppe zum Beispiel war es so, die haben am Anfang in der Konzeptionsphase also 100.000 Ideen gehabt. Ja. Die Flipcharts waren voll mit, was das alles können muss. Und sind so circa am Donnerstag, also es ist von Montag bis Freitag gegangen, am Donnerstag draufgekommen, irgendwie, das kann sie nicht aufgehen und sie wollten aufgeben. Da habe ich gesagt, na, überlegt, was werden spannend, was ist denn das Wesentliche von eurer Simulation? Am Freitag haben sie sich dann hingesetzt, haben gesagt, so, das ist der Bürgermeister, das ist Männchen, das ist der Bürgermeister in seinem Büro, das haben sie aus dem Internet heruntergeladen, das Bild, und haben gesagt, so, jetzt haben wir dieses Dorf,
Eisenstadt habe ich das vorher genannt. Und da kann man jetzt zum Beispiel ein Haus bauen. Ja, ich habe da schon ein bisschen ein Dings. Und je mehr Häuser man hat, desto mehr Einwohner, desto mehr Steuernahmen kann man machen. Dann kann man ein Hochhaus bauen. Irgendwann einmal muss man auch Sachen machen, damit die Zufriedenheit steigt. Man kann, glaube ich, einen Park bauen. Den habe ich noch gehört. Eine Allee zum Beispiel. Und so weiter. Die Zufriedenheit der Bevölkerung sinkt dann im Laufe der Zeit wieder, denn da muss man immer irgendwas Neues geben. Und wenn die Bevölkerung, wenn die Zufriedenheit sinkt, dann werden leider die Einnahmen nicht so stark weiter und so weiter. Die waren dann die Ersten, die fertig waren am Freitag mit dem Spiel und haben irrsinnig viel Spaß dabei gehabt. Vor allem auch dann, wie die anderen Gruppen begonnen haben, da die Fehler drinnen zu finden und sie dann auch gelernt haben, hey, ich muss meine Spielmechanik an manchen Stellen anpassen oder ich muss zum Beispiel auch dafür sorgen, dass das Geld nicht ausgehen darf. Also Schulden machen ist da nicht. Wenn ich zu viel Geld ausgebe, dann ist das Spiel relativ bald vorbei. Oder war relativ bald vorbei in irgendeiner Version. Ich möchte nur einen kurzen Einblick geben, so geht es weiter. Ein interaktives Spiel, was sie gebaut haben, war das da, was schon ein bisschen mit, wo die Größe jetzt schon andeutet, dass das am Handy besser zum Spielen ist. Es ist ein Reaktionsspiel. Da fährt das Auto so weg und man hat jetzt 0,7 Sekunden Zeit gefühlt, den Button zu drücken, was mit der Maus nicht möglich ist. Also ich verliere das am Handy nicht so oft wie da. Ja, das haben wir gebastelt im Laufe einer Woche. Das hat den Kindern Spaß gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Das heißt, es musste irgendwie eine Fortsetzung her. Die Fortsetzung ergab sich dann im Oktober. Da habe ich dann schon konzeptionell versucht, ein bisschen das aufzubereiten. Das beschreibt ganz gut, was so das Projekt ist, was das Programm ist von diesem Projekt. Und wenn man sich links oben den Startpunkt anschaut und rechts unten den Stopppunkt, erkennen wir, es sind 48 Stunden durchgehend übernachten vor Ort. Das haben wir gemacht in Siegendorf. Der Termin hat sich ergeben, den habe nicht ich ausgesucht, sondern das war mein Beitrag zur EU Code Week. Und es war eine von den Veranstaltungen, die in Österreich dazu gelaufen sind. Es war abermals sehr lustig und damit man das sieht, haben wir diesmal ein kleines Video produziert, welches da hoffentlich erfolgreich, aber sehr leise wiedergegeben wird. Das stört mich jetzt. Wer kennt sich da aus mit den Audio-Eingängen, Ausgängen, Eingängen? Ja, das Kabel ist ja schon angesteckt. Aha. Wir probieren es ein zweites Mal. Ah, danke, Matzinger. Ja. Da
war ganz kurz zu sehen, die Projekte, die die Kinder realisiert haben. Es war an sich genauso aufgebaut, nur ziemlich komprimiert und ohne Freizeit. Sprich, programmieren, programmieren, programmieren. Das wollen die Kinder auch. Und wer geschaut hat, sind da schon deutlich mehr Erwachsene auf dem Bild oben, welches da auch im Hintergrund ganz leicht zu erkennen ist. Das habe ich so organisiert, dass ich gesagt habe, es können auch interessierte Eltern, Begleitpersonen mitkommen. Und dann waren, glaube ich, 4 Erwachsene und 8 Kinder ursprünglich. 2 sind dann aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls nicht wegen uns, sondern da war die Betreuungsperson schwanger, sind nicht mehr gekommen. Und das war dann das Dreamy Code Camp. Ja, der Name hat sich ergeben, weil es in Siegendorf in der Zuckerfabrik ist, die Dream Akademie, und die haben diese Bereich als Dreamicon Valley bezeichnet, und ich arbeite mit denen zusammen und wir haben das gemeinsam veranstaltet, und deswegen haben wir es dann Dreamy Code genannt, mit diesem I, was links oben ist, als Erkennungszeichen, als Logo. Auch das hat gut geklappt, und dann musste ich mir überlegen, was mache ich heuer 2015. Ich habe gesagt, okay, Oslip und Siegendorf, müsste man jetzt einen ehemaligen Minister abgewandelt zitieren, so Burgenland ist too small for my world oder so würde das dann heißen. Also 2014 Burgenland oder Nordburgenland, 2015 Österreich und 2016 die Welt. Für 2015 kann ich das schon sagen. Was machen wir jetzt 2015? Habe ich gesagt, okay, wir gehen auf Tournee. Es wird im Sommer stattfinden, nicht nur in Oslip und im Herbst in Siegendorf, sondern im Sommer auch noch zugesicherte Plätze habe ich schon in Linz, in Klagenfurt, in Weiz, in Wien. Ich bin noch im Gespräch mit Salzburg, Graz und Mistelbach-Dürngrod. Also dort ist auch eines geplant, nur da habe ich noch keinen Termin bekommen, sodass das dann heuer 8-mal stattfindet, größenordnungsmäßig. Mein Ziel ist, dass ich heuer 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistern kann vom Programmieren. Ja, und was dann 2016 passiert, weiß ich noch nicht. 2016 würde ich mir wünschen, einen Sponsor, der quasi den Aufwand, den ich damit treibe und den ich mir derzeit quasi als Trinkgeld, als Entschädigung quasi von den Teilnehmern irgendwie ein bisschen zurückholen kann, dass das dann auf größere Füße steht und auch ermöglicht, weiter zu wachsen. Jetzt habe ich sehr viel vom Programm erzählt, und ich weiß, da sitzen lauter Leute, die selber gerne programmieren. Möchte ich kurz zeigen, was ich als Umgebung dafür verwende. Das. Ich weiß nicht, wer JSPing kennt. Es gibt so eine ganze Möglichkeit. JS Fiddle ist ein anderer. Bei JSPing hat man den Vorteil, da kann man den Source Code über GitHub beziehen. Das habe ich gemacht und habe es nur ein bisschen abgewandelt. Sprich, ich habe mir da oben einen eigenen Header hineingebastelt und links hineingesetzt und hoste das halt selber. Und da hat man die Möglichkeit, das HTML zu bearbeiten, das JavaScript in der Mitte zu bearbeiten und da rechts das auszuführen. Und ich kann diese Projekte, die wir da vorher gesehen haben, theoretisch da auch irgendwo so wieder mehr hineinladen und könnte da weiterarbeiten. Mehr habe ich nicht verwendet, sondern wir haben echt alles damit machen können, mit Ausnahme der Einstieg, den mache ich noch ohne den JSPing, da verwenden wir nur oben die Adressleiste, beziehungsweise gehen wir ganz kurz einmal auch in den Firebug oder in Webentwickler oder wie auch immer das heißt, hinein. Aber ansonsten
findet alles da drinnen statt. Und ja, es ist unübersichtlich, wenn es größer wird. Das haben aber die Kinder weniger störend als ich wahrscheinlich empfunden. Deswegen überlege ich für heuer umzusteigen auf Planka. Dort gibt es auch einen Source Code über GitHub. Was mache ich? Wie baue ich das an sich auf? Als erstes möchte ich Sie ein bisschen mit JavaScript vertraut machen. Und der erste Schritt ist, das erste ist ein Zahlenrätsel, welches ganz einfach mit Hilfe von Prompt und Alert irgendwie realisiert wird, dass man mal kennenlernt, wie so Schleifenkonstruktionen, Bedingungen, wie auch prinzipiell die JavaScript-Syntax ausschaut, wie man Variablen setzen kann und abfragen kann. Sobald man das geschafft hat, geht es darum, das auch in HTML umzusetzen. Schauen wir, ob das funktioniert. Das ist nicht. Also Zahlenrätsel heißt, man denkt sich der Computer denkt sich eine Zahl aus zwischen 1 und 100. Und man muss diese erraten und der Computer sagt dann zu hoch, zu niedrig, bis man sie erraten hat. Am zweiten Tag, wenn man dann HTML dazu gemacht hat, lernt man, wie man mit einem Formularfeld das Ganze umsetzt. Nebenbei so ein bisschen CSS und am dritten Tag beginnen die Kinder beim fünftägigen Konzept mit der Umsetzung von ihrem eigenen Projekt. Beim 48-Stunden-Programm ist es so gewesen, dass wir am Samstag zum Mittag um 12 Uhr die Theorie fertig hatten. Jetzt habe ich nur leider das eine tolle Bild nur am Handy. Da hatte ich so mehr oder weniger auf zwei Flipcharts alle Konzepte, Befehle und HTML-Tags, die sie gelernt haben in dieser Zeit. Da würde man das auch erkennen. Ja, und jQuery kommt natürlich auch vor. Also es wird der Zugriff auf die DOM und so weiter, das wird alles über jQuery gemacht. Gut. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Fragen zu dem ganzen Thema? Ja, bitte. Ich habe JavaScript gewählt. Ich habe JavaScript gewählt, weil ich mich da selber auch gut auskenne und für mich ein Faktor war, wenn die Kinder da das machen, dann sollen sie nachher die Möglichkeit haben, das leicht anderen Leuten zu zeigen. Also sie kommen nach Hause, Smartphone ist eh schon Standard und können der Oma zeigen, schau, das habe ich gemacht. Das war so meine Intention, warum ich da im
die Web-Technologien verwende. Ich wurde bestätigt darin, als ich dann einmal die Möglichkeit hatte, ein bisschen detaillierter das Curriculum für diesen Bereich aus Großbritannien zu lesen, die eben genau sagen, für also 8- bis 11-Jährige nimmt man Sketch, also Sketch oder was anderes von diesen Lego-Programmiersprachen, und von 11 bis 13, 14 nimmt man nachher eine Sprache, die auf Text basiert. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gewusst, okay, bei mir, ich brauche nicht warten, dass die Kinder mit Sketch-Erfahrung daherkommen, das wird es nicht spielen. Ich habe tatsächlich aber einen gehabt, der sogar damit schon was gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz halte ich daran fest, dass ich da mit einer textorientierten Programmiersprache zum Arbeiten beginne. Und muss ich sagen, so nach circa 20 Kindern, die das gemacht haben, im Alter von 11 bis 13, habe ich nichts entdeckt, warum ich das nicht so beibehalten auch sollte. Also die Erfahrung ist, das funktioniert durchaus. Ja. Ich sag ganz, kann da ganz ehrlich antworten, nachdem ich sage, okay, ich mache das, und ich mache das hauptsächlich ehrenamtlich, wenn man das so bezeichnen möchte, möchte ich mir die Bedingungen, wie ich es mache, schon so gestalten, dass es mir auch Spaß macht. Sprich, ich habe ganz bewusst gesagt, ich gehe nicht in eine Schule hinein und muss dort einmal einen Tag lang damit verbringen, die 5 Leute aus der Klasse, die vielleicht motivationsfähig sind, überhaupt dazu zu bekommen, dass sie motiviert sind, und mich dann mit 15 anderen, die nicht so motivieren sind, durchzuschlagen. Das ist ein bisschen das Privileg, was ich mir leiste, in dem Setup, wie ich es mache. Ich musste mich daher noch nicht mit dem Punkt Motivation umschlagen. Ja? Ja, weil es interessiert. Also ich müsste schauen, ob ich das irgendwo, ich habe das noch nicht ausgewertet. Ich frage das eigentlich jedes Mal ab. Ich habe diese, müsste es zum Teil auch haben, was mir die Kinder da geantwortet haben. Schauen wir. Und da kommen dann Antworten wie, weil mich das Programmieren interessiert, der Computer ist ein gemeinsames Hobby von meinem Sohn und mir,
weil ich gerne Programmieren lernen mache, weil ich die Idee genial finde oder woher sie auch gehört haben. Ja, weil mich das Thema interessiert. Gehört habe ich das von meinem Vater oder damals war ein Beitrag in Ö1 Digital Leben, wo das erwähnt worden ist. Also so setzt sich die Motivation zusammen. Ist gar nicht jetzt spezieller. Ja. Nein. Aber es war mehr Intuition als sonst alles. Weil die Methode, also ich unterrichte da an der FH jetzt das sechste Semester und das ist ganz anders. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich kann nicht sagen, ich habe die ursuper Erfahrung als FH-Lektor und kann die jetzt auf 10- bis 14-Jährige anwenden. Das funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert einfach, ja. Es ist. Und es hat bisher habe ich es geschafft. Ja. Im Herbst habe ich meinen Erfahrungsschatz verfünffacht circa. Dann kann ich vielleicht mehr dazu sagen. Das ist natürlich also die Kinder machen die Programme dann zu zweit oder zu dritt in kleinen Gruppen. Und das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich und vom Alter. Meistens, also vor allem wenn ein Erwachsener im Team drinnen ist, dann geht es üblicherweise eine Spur leichter. Und dadurch, dass ich ja nur relativ wenig Raum habe, um alles zu erklären, gibt es dort klassischerweise Defizite, die aber dann punktuell ausgeglichen werden in dem Bereich, den die Kinder für ihr Spiel zum Beispiel brauchen. Also wir haben dort diese Simulation gesehen mit diesem Grid, wo man die Felder bauen hat können und die Häuser bauen können. Bei der Gruppe war es so, dass im Endeffekt ich ihnen das gebastelt habe und gezeigt habe, wie sie mit Events diese Teile setzen können und wie man dann das berechnet. Ja, dort habe ich, glaube ich, das meiste gemacht und sie haben dann nur mehr Verzierungen gemacht und hingeschrieben, bitte soll 500 YB dort stehen und was auch immer. Das war dort war es so. Im Oktober habe ich eine Gruppe gehabt, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was ich bei denen viel gemacht habe. Bei dem Bürgermeisterspiel war es auch so, dass letztendlich sie das komplett alleine gemacht haben. Es ist also wirklich von Gruppe zu Gruppe und vom Alter der Kinder in der Gruppe auch unterschiedlich. Und schön war es, wenn die Erwachsenen dabei sind, wenn die selber dann den Spaß wiederfinden auch am Programmieren, weil das sind ja nicht Leute, die nicht alle, die in ihrem Berufsleben mit Programmierung zu tun haben und dann gemeinsam mit ihrem Kind Spaß haben können. Das ist auch, ich habe selber drei Kinder und überlege mir auch immer wieder, ich bin Softwareentwickler, wie kann ich meinen Kindern überhaupt zeigen, was ich tue? Ein Weinbauer, der kann die mitnehmen in den Weingarten und zeigt ihnen, da schneidet man das ab und gepresst und dann kommt das darüber und hin. Da sieht man, was passiert, wie bei vielen anderen Handwerksberufen auch. Bei uns, wir sitzen vor dem Kastel, das Kastel schaut in der Früh um 8 Uhr gleich aus wie am Abend um 18 Uhr, da hat sich nichts verändert. Und ich sehe dieses, so wie Mutter-Kind-Turnen, ist das halt Eltern-Kind-Programmieren, ja?
als eine Möglichkeit, auch zu zeigen, was da dahinter steckt. Auch den Leuten, die selber programmieren, eine Möglichkeit geben, einen Ansatz zu geben, ihre Kinder damit hineinzuziehen, ihnen eine Möglichkeit kennenzulernen. So, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, habe ich noch drei Fragen, weil ich gerade mich intensiv mit Web-Applikationsentwicklung auseinandersetze und den Entwicklungen, die es in den letzten Monaten gegeben hat. Und wollte fragen, wer von euch kennt Angular? Wer von euch kennt Meteor und React? Nein, das ist was anderes. Meteor.js, glaube ich, wird es auch genannt. Okay. Na gut, dann vom Hören sagen. Also React ist das Framework, welches Facebook verwendet. Angular ist von Google entwickelt worden. Und beide versprechen so, das nächste heiße Scheiß im Internet zu werden. In der Applikationsentwicklung, ja, im Hinblick darauf, dass man das einerseits codingtechnisch vereinfacht und andererseits auch, also bei Facebook ist der Hintergrund auch der, die machen ja sehr viele Operationen auf der Seite, auch im normalen Facebook-Client, und wie man das umsetzt programmiertechnisch, und da, von dort her kommt das React. Und das gehört zwar alles zu der Entwicklung, die sich jetzt unter Mean Stack zusammenfassen lässt, wo MongoDB, Express.js, Angular und Node.js quasi die vier Buchstaben vorgeben. Und das ist jetzt so quasi die aktuelle Generation, wenn wir schauen, wie sie sich dort weiterentwickelt. Aber so quasi der letzte Schritt der Entwicklung in der Applikationsentwicklung für Web-Sachen. Und bietet schon einige interessante Sachen, und im Zusammenhang mit Angular habe ich Firebase kennengelernt, und das ermöglicht, dass man einfach Formulare definiert und man editiert irgendeinen Datensatz und der kommt automatisch in die Datenbank und wird von dort automatisch über eine vermutlich REST API wieder herausgelesen, wobei dort auch ein Notification-Mechanismus drinnen ist. Das heißt, wenn sich in der Datenbank was ändert, wird automatisch bis in den Browser das nach vorne notifiziert. Jetzt kommen wir wieder zu Facebook. Das geht auch automatisch. Also da kommen auch die Events irgendwie in den Browser hinein. Und deswegen werden dort auch ähnliche Mechanismen verwendet. Und Meteor liefert das als Open Source Komponente. Firebase ist ein Hosted Service, und Meteor kann man runterladen und ermöglicht das auch. Ich bin da jetzt gerade am Forschen, was ich für meine nächste Entwicklung verwende, und wollte einfach fragen, ob vielleicht jemand von euch da schon eine Ahnung und Erfahrung hat. Wer Zeit hat und sich damit auseinandersetzen will, also ich tue seit einer Woche nichts anderes, kommt mir vor, stimmt nicht ganz. Aber, ja, sieht wirklich spannend aus. Damit haben wir was Technisches auch noch heute gehabt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag bei den Linux-Wochen und danke für eure Aufmerksamkeit.